Hast du jetzt so ein Beatbox-Intro? Ja. Du musst jetzt einsetzen. Ja, und damit herzlich willkommen zum nächsten Achtelfinale, das lasse ich drin. Das schöne Beatbox-Battle vom Kevin hier. Leider hat der Kevin alleine gebattelt. Wir sind im sechsten Match des Achtelfinales. Ich kann ja nicht verlieren, oder? Richtig. Im sechsten Match sind wir. Jetzt spielen Schweden gegen Kroatien. Das Spiel geht direkt los gleich, wenn der Kevin hier wieder seinen Anpfiff gibt. Und dann gucken wir mal, was die beiden Lorde hier in beiden Länder auf die Beine stellen. Beiden Lorde. Mein Leute. Leute. Achso. Ja, wann. Kann losgehen quasi? Wann immer du Anpfiff machst. Okay. Dann warte ich noch, bis die Sekunden bei 20 angekommen sind hier. Das ist in 3, 2, 1, jetzt. Und damit läuft das Spiel. Die Kugel rollt, die Fische rollen aus dem Wasser. Und wir warten auf die ersten Tore. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu plötzlich gewesen. Zwischen Männern und Kevin. Ja, herzlichen Dank. It's Punchline. Erstmal der Bann, ne? So, schade, dass man dir noch keine kicken kann aus dem Channel, ne? Ja, okay, was erwartest du denn von diesem Match hier? Achso, Kevin ist doch am Schreiben. Gelbe Karte früh im Spiel für Schweden, das ist natürlich jetzt ein Problem. Weil wenn jetzt noch was zu Schulden kommen lassen, dann wird hier schnell mal die rote Karte gezogen. Und das heißt nichts Gutes. Denn dann wird hier in Unterzahl gespielt. Ey. Ich bin so hot. Ja, wegen dem Spiel. Schweden sollte mal weniger mit dem Schiri diskutieren und mal mehr aufs Tor schießen. Echt mal, ey. Aber wir sehen hier noch keine Torschussversuche. Noch gar nichts passiert bisher hier. Bisher nicht mit Leistung, möchte ich mal meinen. Tatsächlich nicht. Ich werde bei Steam angeschrieben, aber ich kann jetzt nicht gucken, Leute. Ja, hört auf, mir hier zu schreiben. Hab keine Zeit. Der Marc hat eh kein Interesse an Kindern, falls ihr welche von ihm wollt. Ja, richtig. Und Schweden mit dem ersten Torschuss tatsächlich, aber... Ja, aber sehr zaghaft. Sehr zaghaft. Ja, war aber schon in Lattenregionen. Also... Du meinst, also schon vom Tor, die Latte. Ja. Also. Oder die Latte vom Torwart. Ja, ich hätte nämlich jetzt ansonsten... Gerade so mit der Latte abgewehrt. Ne? Long Don heißt, oder wie hieß er nochmal? Long Don Silver. Heute wieder am Tor, der deckt einfach das ganze Tor ab. Er hat einfach den fünften Arm. Und damit ist er natürlich klar im Vorteil. Ja, also die Kroaten hier... Was sind denn Arm 3 und 4, bitte? Ja, die Beine. Achso. Hast du aber... Wie so eine Krake halt. Man nennt Long Dong auch die Krake. Ja, und Kroatien trifft nicht mal den Ball. Die legen sich den Ball auf die Linie hin und schießen dann daneben. Ja, das kennen wir auch von Holländern, aber Kroaten können das auch gut. Da waren wir da zu viel. Was kriegst du da nochmal? Slivovic. Weiß ich nicht. Hier, den komischen... Slivovic? Ist das nicht ein polnischer Schnaps? Der Süße da, der kriegst du mal, wo kriegst du den mal hier? Ich frage mich nicht, oder ist Balkan? Jugoslawen? Ja, Jugoslawe, genau, Jugoslawe. Ja, gut, Jugoslawe. Ist ja da so, ne? Alle die selber weg. Aber Schweden macht Druck, Schweden macht richtig Druck. Ja, die ziehen hier ein nach dem anderen durch, machen halt noch nicht das Tor. Und der Trucker verbunden. Und der Trucker verbunden. Aber der spielt erst gleich. Ach, der ist Level 21, ja gut. Habe ich da meine Frage von Offscreen auch beantwortet? Oh, jetzt ist ganz schön auf Krawall gebürstet. Schweden möchte ohne Fans spielen, ja. Ausschluss von Fans, Ausschluss der Öffentlichkeit. Damit sie sich hier nicht. Grätsche nach der nächsten hier. Damit sie sich hier tatsächlich nicht die Tricks abgucken, anscheinend. Training außerhalb der Öffentlichkeit. Denn, ich weiß gar nicht, wo ist denn? Trucker ist für Spanien. Ne, könnte erst im Halbfinale passieren, die Partie. Schweden gegen Kroatien. Gegner von Deutschland. Ja, aber das wird ja nicht passieren, weil ne, wir pushen ja Deutschland. Ja, richtig. Ja. Deutschland für euch dann das übernächste Match. Und Schweden macht richtig Druck. Bis jetzt noch kein einziger Torschuss von den Kroaten. Was ist da los?
Wieder Schweden. Wieder Schweden. Schweden ist am Drücker. Die Kroaten werden hinten reingedrängt. Aber das Spiel kann sich auch schnell mal wenden. Vielleicht denken die Kroaten überhaupt auf dem Channel? Ja, okay. vielleicht denken sich die Kroaten auch, komm, wir lassen die Schweden erstmal anrennen. Lasse sich auspowern, aber da steht natürlich auch Zlatan Ibrahimovic vorne drin, ne? Und wenn der den Ball hat, Zlatan, dann siehst du kein Land mehr. Wir haben jetzt auch schon fast 400 Minuten rum. Minuten und das erste Tor von Schweden. Oh, da fällt mir auf, ich habe gar keine Liste. Aber ich habe eine Liste und da steht 1-0. Das erste Tor ist gefallen. Schweden. Für Schweden. Mit der Führung. Aber erst mit dem ersten Tor. Golazzo, jawohl, Golazzo. Was hat für eine Sprache? Italienisch oder was? Warte, Mützo, Golazzo, Mützo, Golazzo. Ole, España. España spielt aber jetzt gleich gegen Deutschland, die werden natürlich verlieren. Heißt der Spruch jetzt nicht zu der EM Alle zusammen? Ach ja. Alle. Alle, le bleu. Darauf eigentlich. Erstmal. Wieder Krombacher Werbung kassiert, 100 Euro, Dankeschön. Woher weißt du das? Ja. Ich trinke nur Krombacher, das bekömmlichste Bier der Welt. Wegen dem Vertrag, den wir damit haben, weiß ich nicht. Dabei ist er noch nicht einmal Bier, sondern nur Fassbrause. Boah, aber in dem Zeug könnte ich schwimmen, ohne Witz. Also, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, literweise Krombacher Fassbrause. Ich werde Kevins Adresse unten verlinken, wenn ihr dem ein Paket schicken wollt. Mit Fassbrause, dann unbedingt an diese Adresse. Ja, schreibt drauf, ja. Vorsicht Glas, weil sonst wird es ein bisschen flüssig, wenn es ankommt, aber wir machen das schon. Schluck, schluck, schluck. Zisch. Handballer. Soll das etwa eine Anspielung sein? War das hier ein Handtor? Kevin, hast du da die Hand gesehen? War es die Hand Gottes? Also, ich hab Diego Maradona nie auf dem Spielfeld gesehen, von daher weiß und ich... Das nächste... Doppeltor. Doppeltor. Alter, wie viele Bälle sind denn im Spiel? Waren da echt zwei Bälle im Spiel? Man weiß es nicht. Es steht auf jeden Fall 5-0. Und das ist schon eine Hausnummer, weil wir haben schon Spiele gesehen, in denen 5 Tore durchaus gereicht haben, sag ich mal, oder? Zumindest 6-5 England-Russland war es. Ja, ich kann mir nicht... Du hast gerade ein Spiel gespoilert. Das piep ich raus. Warte, ich muss mir eine Notiz machen. Da verliert auch echt, man verliert echt den Überblick, wenn man das hier so kreuz und quer aufnimmt. Ja, ist was dran. Geil. Das nächste für Schweden. 6-0. 6-0. Kroatien. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Nein, ich habe kein Spiel gespoilert, denn es ist ja alles rausgepiept worden. Boah, ich vergesse sowieso das rauszupiepen, ich sage dir jetzt schon, ey. Was für eine Minute war das ungefähr? 7 oder so. Ja, alles so gut. Ja, bei TP Catch beißt wieder nichts. Das kennt das schon aus den normalen Turnieren. Ja, denn die Turniere sind ja on my Fishing Planet. Wenn das Video online geht, dann ist das schon alter Hut. Aber jetzt ist gerade der dritte Tag. Und das nächste Tor für Schweden! Nein. Schweden haut einen raus! 9-0. Deklassierung. Deklassierung von Kroatien. Das ist ja fast so wie es ist Italien fast gegen so Österreich. Wie Italien gegen Österreich. Und das dürfen wir diesmal spoilern. Denn das Spiel habt ihr schon gesehen. Oder auch nicht. Dann solltet ihr da jetzt mal hinschalten. Und Schweiz-Polen könnten wir ja auch schon sagen. Oder Erinnerungen daran. Das sagen wir aber nicht, weil... Das war. Weil wir auf Nummer sicher gehen wollen. Richtig. Oh, und das erste Tor für Kroatien. Kann Kroatien nochmal die Wende schaffen? Kann Kroatien... Schweden macht sich schon ein bisschen lustig. Schon so leicht süffisantes Mitjubeln, sage ich mal, über den Ehrentreffer. Aber wir haben schon mehr als die Hälfte der Zeit rum. Und bis jetzt kommt von Kroatien wenig. Ja, da kann auch kein Kovac mehr was retten, der jetzt hier noch eingewechselt wird. Es ist einfach gelaufen. Aber gerade war der Niko Kovac nicht zuletzt auch Trainer von denen? Ja, Nationaltrainer. Ja, ne? Da meine ich oder, doch was. Oder Robert, ich weiß, einer von beiden. Ich meine der Niko war das. Ich glaube, die waren sogar beide zusammen.
Der eine so im Hintergrund immer. Ja, der ist jetzt auch bei, wo ist er jetzt? Bei Leverkusen, glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Weiß ich nicht. Frankfurt oder so? Weiß ich nicht. Irgendwann Bundesliga. Hm. Lever ist auf dem Feld. Was? Lever sehe ich aber nicht. Hat der Lewandowski etwa hier die Nationalitäten gewechselt? Wow. Zlatan ist es, mein Freund. Zlatan nimmt Kroatien im Alleingang auseinander. Get macht, your facts straight. Der macht 18 Zlatan. Tore, von denen wir nur 9 zählen, weil Zlatan Tore mal halb zählen, sonst wäre das unfair. So. Aber selbst das reicht noch, um Kroatien hier eindeutig in die Schranken zu weisen. Ein Trauerspiel. Ein echtes Trauerspiel. Kevin, was sagst du zu der Leistung von Kroatien? Wie lange haben wir noch? Ja, sie halten sich dezent im Hintergrund, aber noch haben sie ja 5 Minuten. So kann man es auch schön reden. Das Spiel ist einfach die letzte Grütze hier, ja. Da muss man sich mal ganz klar an die Nase packen, ob der Trainer da die richtige Arbeit geleistet hat. Ich sag mal so, wenn man nur... Oh, jetzt mehr, das sag ich lieber nicht, sonst bekomme ich einen rein. Und das nächste Tor. Von wegen Minderheiten und so. Okay, 2-9. Hey. 2-9. Jetzt könnte Schweden langsam in Bedrängnis kommen. Ja, nicht, dass hier noch ein Unheil passiert. Sollen anfangen zu mauern. Ja, aber gerade wenn du dann anfängst zu mauern, kennt man ja, kriegt man die Tore am Fließband rein. Gerade das schnelle Doppeltor von Schweden war natürlich auch so eine Sache. Ja, da hast du mal schnell... Ja, wobei da ja rausgeholt. Noch nicht geklärt ist, ob da vielleicht nicht ein Balljunge oder so gepennt hat und einfach einen zweiten Ball ins Spiel geschmissen hat. Ne? Ja. Also da müssen wir nochmal... Ja, müssen wir nochmal Zeitlupe rangucken. Müssen wir nochmal die Waisenkinder, die wir angestellt haben, ein bisschen verhauen. Ja, die haben halt gedacht, das ist hier Deutschland, ne? Wir haben halt die blinden Waisenkinder genommen, weil die ein bisschen billiger waren. Beziehungsweise haben die gar nichts gekostet, weil die wollte keiner haben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen die als Balljunge. Und wenn die halt denken, es ist Deutschland auf dem Feld, dann werfen sie mal einen Ball vors Tor, ja. Werden wir gleich im deutschen Spiel auch noch sehen, wie das da dann läuft. Aber. Gleich, du meinst in morgen. Wie vielen Tagen? Morgen. In genau meine, ja. 0 Tagen und ein paar Stunden. Das ist richtig. Um genau zu sein, in 24 Stunden für euch. Ja, Kroatien kommt hier nochmal mit. 2 Torschüssen, aber es reicht halt nicht, um die Schweden nochmal in Bedrängnis zu bringen. Und es sind nur noch gute 3,5 Minuten. 3 Minuten. Zeit. Ja. 3 Minuten. 15 Sekunden. Genau. Das wird schon ein bisschen knapp. Also, das wird, glaube ich, fast schon unmöglich, möchte ich sagen. Tja, da habe ich eindeutig mehr erwartet von Kroatien. Ich tippe schon mal aus. Ja, da wird wahrscheinlich... Ohne also, jetzt hier... Ich glaube, Verlängerung werden wir tatsächlich nicht sehen. Das wäre schon... 9 Tore ist auf jeden Fall schon stark. Von den Spielen, die wir bisher gesehen haben, war das schon ordentlich. Das war bisher der zweithöchste Sieg. Also von unserem jetzigen Kenntnisstand. Fehlen zwar noch 2 Spiele vorher für uns... Aber. Und der Spanier, ja. Kommt schon mal hier gucken. Der Spanier ist schon heiß auf sein Match gegen Deutschland. Der Spanier ist schon am Spann. Ein Spann-Spanier. Gegen Espanier, gegen Deutschland. Das Top-Match der ersten Kevin Runde. Kurani ist auch da. Hört Kurani? Ja, du hast doch gesagt, gegen Deutschland. Ja, da kam kurz mal hier. Also Kurani heute zu Gast. Das Spiel gegen Spanien wird ein sehr interessantes Spiel werden. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, den Ball zu treffen und ins Tor zu boxieren. Ja, wir haben hier keine Kosten und Mühen gescheut, da hier die Stargäste sind hier alle vertreten. Und ich möchte sagen, ich werde nur mit einer Currywurst bekannt. Was bist du? Ernst? Mit einer Currywurst bezahlt? Boah, die besten Witze sind immer nur die eigenen. So, 1,5 Minuten noch. Also mit der Currywurst könntest du mich auch bezahlen, ne? Das sag ich dir schon mal. Echt? Ja. Bist mal leicht zu haben, du. Ja, für eine Currywurst mache ich alles. So. Haben wir das auch? Außer das, was du gerne möchtest, Kevin. Was will ich denn? Ey, guck mal, merkst du die Parallelen? Kevin Kurani. Na? Currywurst.
Nein, ich hatte gerade an eine Challenge gedacht, die wir real-life-technisch vielleicht mal aufnehmen könnten, aber... Currywurst. Esse die schärfste Currywurst der Welt. Ja, nehmen wir das. Okay. Ja. So, aber die letzte Minute hat angebrochen. Hat angebrochen. Beziehungsweise begonnen. Und genau. Ist schon fast rum, denn wir haben nur noch 50 Sekunden. Der Marco Sekunden. Ist schon total dun, ey. Und nochmal Schweden mit dem 10-2. Da haben sie gedacht, komm, wir drehen nochmal ein bisschen auf. Wir wollen da zweistellige Ergebnisse haben. Wir wollen Kroatien richtig in die Schranken weisen. Wir wollen sie einfach richtig vernichten. Ja, die sollten einfach direkt den Fußball sein lassen. Den so, Fischball. Noch? Wie steht's? Und der Tor jetzt für Schweden. 11-2. 11-2 steht es für Schweden und das Spiel ist gleich aus. Noch gleich 10 Sekunden. Jetzt 10 Sekunden noch. So, und ja, Herr Kurani, wie sehen Sie das? Ja, also ich bin etwas enttäuscht von dem Spiel und jetzt ist es gleich aus. Moment, ich gucke auf die Uhr. Jetzt ist es aus. Aus. Das Spiel ist aus. Und da ist nochmal das Tor von... Der zählt aber der, nicht mehr. Der zählt nicht mehr. Da der war das Spiel abgepfiffen. Kurz das nach Spiel dem Abpfiff. War abgepfiffen, Leute. Keine große Panik. Dramatisch, das wäre nämlich der Tor zum Ausgleich gewesen. Hättet für 9 gezählt. Hattet aber nicht. Achso. Also Pech. Ja. Wie in so Game-Shows, wo das letzte Spiel irgendwie 5000 Mal so richtig, viele Punkte gibt. Das letzte Spiel entscheidet. Du guckst dir das ganze Spiel an und das letzte Spiel ist davor drauf mit angucken. Und das ist dann irgendwie so was Spannendes wie Schnick, Schnack, Schnuck. Best of 3. Ganz genau. Ja, das war ein relativ deutliches Match, muss ich sagen. Da hat Schweden direkt mal gezeigt, wo ihr der Frosch die Locken hat. Das ist bisher das zweithöchste, nach wie vor. Trikots tauschen. Ja. Der Tobi, der kennst du aus den anderen Turnieren. Boah, jetzt hackt er nicht immer auf dem Tobi rum. Da muss er durch, der Tobi, ja. Guckt auf jeden Fall mal bei ihm auf dem Kanal vorbei, dafür kriegt er hier gratis Werbung. Also. Oh, wieso? Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob er das Spiel aufgenommen hat, glaube ich nicht, aber vielleicht hat er das gemacht. Wenn ja, könnt ihr da mal vorbeigucken. Und wenn nicht, könnt ihr da trotzdem vorbeigucken. Schweden also weiter in der nächsten Runde und trifft dann auf das, Schweiz. Genau. Auf die Schweiz trifft Schweden. Ja. Dann sehen wir uns da im Viertelfinale wieder. Aber für euch geht es weiter mit dem nächsten Match Ungarn gegen Portugal, was ich gerade nicht gespoilert habe. Und morgen dann vor allen Dingen mit dem Highlight Deutschland gegen Spanien. Wir freuen uns richtig. Seid gespannt. Wir haben richtig Bock auf das Spiel. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Haut rein. Tschüss.